das Blut, Dalet Mem, die 44, also etwas, was auf dieser Ebene der Vierheit, sowohl im Ursprung der Einer als auch in dieser Gegenwart der Zehner, diese Vierheit verkörpert. Wir haben schon manches gesagt zu der Wurzel Dalet Mem, dass eben auch das Dome, das Gleichen, das Duma oder Dume, das Schweigen, sich davon ableitet. Das Rotsein, der Erdboden und eben der Mensch, Adam. So ist also das Blut im etwas übertragenen Sinne auch das Gleichnis eines Menschen. Wenn also von Christi Blut die Rede ist, kann ganz plastisch auch darunter verstanden werden, das Gleichnis Christi. Wenn wir uns sein Blut einverleiben sollen, im sogenannten Abendmahl, oder in der Eucharistie, dann im katholischen Mythos und Ritus, dann heißt es auch, zumindest von diesem hebräischen Kontext betrachtet, uns seine Gleichnishaftigkeit, sein Gleichnis einverleiben, zu eigen machen, eben in seinem Gleichnis zu wandeln, bestrebt sein, dieses Gleichnis in uns lebendig haben wollen, in uns aufnehmen nehmen, aber ja auch äußerlich besprengt zu sein mit seinem Blut, mit seinem Gleichnis. Und zum Wort Fleisch, sein Fleisch sollen wir ja auch in uns aufnehmen, wurde auch schon manches gesagt, Basar und Bessorah, die Botschaft, die in dieser Wurzel des Fleisches steckt. Also Blut und Fleisch Christi sind auch Gleichnis und Botschaft des Gesalbten. Diese beiden Aspekte sollen wir in uns aufnehmen, in unseren Wandel, und dadurch also nehmen wir wirklich das wahre Abendmahl zu uns, indem wir Christus gleichen wollen und seine Botschaft selbst auch verkörpern wollen. Selbst Botschaft werden wollen, wie er Botschaft ist. Nicht wahr, auch wahr, aber auch immer sein wird, wie er es ist.